Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind in Brinstown, heißt dieses System, glaube ich. Und da sind wir jetzt in der zweiten Mission. Wahrscheinlich fliegen wir wieder mit Maniac zusammen. Befürchte ich jedenfalls. Okay, wieder eine Escort-Mission. Ich hoffe, diesmal geht's wenigstens gut, nicht so wie da bei der letzten Mission. Ich würde eigentlich ungern dieses System auch noch verlieren. Escort-Missionen sind immer ein Gräuel, finde ich. Die gefallen mir meistens nie. Na gut, geben wir mal unser Bestes. Jetzt fliegen wir erstmal zu NAV.1. Dann nehmen wir die Javelin drin. Genau, passt. Oh, Gegner. Sind wir schon? Asteroidenfeld auch noch. Ein Kampf in einem Asteroidenfeld. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Wow. Jawoll. Einer weniger. Ich hoffe, die trifft auch. Jawohl, das ist doch schön. Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Glaube ich jedenfalls. Aber ich glaube, die könnten auch Probleme machen. Eieieiei. Ah, verdammt. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Mist. So viel dazu. Na gut. Okay. Irgendwie habe ich in letzter Zeit, letzten Missionen, irgendwie Probleme. Halt. So. Schauen wir mal kurz hier rein. Dann haben wir da die Gegner. Und wir sind noch weit weg von Dings. Alles klar. Und ein Kampf in Dings. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die hier Probleme machen. Je nachdem.
komm schon, jawoll. Sehr gut. Dreht er um? Ja, der dreht um. Wo ist er denn? Da ist er. Verdammt. Schild ist auch schon wieder ziemlich am Arsch. Ah! Was war das denn? Ich hoffe mal, dass wir, wenn wir uns jetzt hier nicht verzetteln, auf einmal unser Eskorte da kaputt geht oder so. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die uns folgen und dann haben wir je nachdem ein kleines Problem. Und das wäre überhaupt nicht gut. Nein, das wäre überhaupt nicht gut. Ja, der war doch jetzt gut. Ja, wo ist er dann? Ich hab nicht auf dich geschossen. Du bist mir jetzt reingeflogen. Na, ich hoffe, der Rakete trifft. Ich will den eigentlich nicht entkommen lassen. Ah, okay, aber der fliegt so schnell weg. Ja, gut. Der ist gleich weg wahrscheinlich. Der haut ab. Ich hoffe, den haben wir jetzt keine Probleme. So. Eieiei, da haben wir sie. Nehmen wir mal Dings in Ding rein. So, einer weniger. Ah, der hat eine Rakete wieder Gut. So, haben wir mal. Das soll lieber auf mich mal gehen, anstatt auf. Gut. Und hier auch nochmal. Ist ja auch der letzte. Na komm schon, Rakete treff. Na, der ist ziemlich zäh.
ziemlich zäh. Und er haut ab. Wir bleiben im Schiff, beim Schiff. Und ich denke, dann können wir zu NAV 2 fliegen. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Werden wir erwartet? Ja, wir werden erwartet. Wow, was war das? Eieieiei. Ah, sehr schön. Was hat in der Nähe? Ich sehe aber keinen Gegner. Na, dann fliegen wir halt so hin. Das ist ja auch nicht mehr so weit. Wir bleiben einfach mal beim Schiff. Already visited. Und das war's. Der Excel-Car ist da. Wir können zur Tiger's Claw zurück. Ach, das ging ja erstaunlich gut. Das ging ja erstaunlich gut. Also für eine Escort-Mission habe ich mir es so schwerer vorgestellt. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass es so war. Aber ja. You got away pretty clean, Sir. Jawohl, das ist doch gut. So muss es doch sein. Good job, man. The executors pulled into formation with the Tiger's Claw. I'm glad to hear it, sir. We ran into a little trouble out there. Yeah, the fleabags were all over that jump point like a chip sweet. Nothing we couldn't handle, though. You seem to have dealt with adequately. Enough of that through, let's review the mission. You took out 6 of the Okami, and Maniac came up empty. Dismissed. Ja, der großartige Maniac und hat es nicht geschafft. Und die Mission haben wir geschafft. Das, unser Schiff, die Exeter, ist nicht zerstört worden. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. You know, a couple of boys from Tactical Ware in here earlier. They were saying it was getting ugly in on of the planet Brimstone 2. The Kilrati bases planet side are starting to get desperate. Looks like the football's ready to try just about anything. One fellow said it all come down to supplies. If they can get enough supply ships past us to the planet, their bases on Brimstone 2 might throw off our blockade. Ja, okay. Wen haben wir da? Da haben wir Iceman. Okami. Connell says, we're going after transport soon. Just one thing to remember with big ships. Missiles. Save your muscles for the mothership. Your guns won't even scratch their paint. So, when you're out of missiles, it's time to hit home. Okay, das heißt wohl, in der nächsten Mission haben wir wohl einen großen Kreuzer wieder, den wir zerstören müssen. Hört sich jedenfalls danach an. Hello, Okami. I was just trying to draw Casey here into a conservation. We're expecting to strike a number of Kilrathi supply convoys soon. I was hoping to get some advice from our white comrade. Shooting from behind. The armor is weak around the engines.
couple of good shots in the pipes. And sie blows. Boom. Game over. Ja, okay. Schauen wir mal auf der Liste. Wo sind wir? Ach, da sind wir. Captain Blair, wir sind auf dem dritten jetzt. 10 Missionen haben wir. 45. Vor uns ist nur John und Casey. Casey war, glaube ich, Iceman. John weiß ich nicht. Marshall war, glaube ich, Maniac. Oh, wir spielen schon in der oberen Liga mit. Gar nicht mal so schlecht. So, dann speichern wir mal. Sys 4 war das, glaube ich, und Mission 3. Warum macht das wieder mit zweimal drüber? Naja, egal. Sys 4, genau, Sys 4, Mission 3. Und danach werden wir sehen, in welches System wir kommen. Also bisher sieht es ganz gut aus, dass wir dieses System gewinnen und nicht wieder auf der Verliererseite quasi sind. Schauen wir mal. Das kommt alles auf die nächste Mission drauf an. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.